Gut, dann würde ich sagen, rennen wir mal lieber raus und schauen mal nach, was da los ist. Verdammt noch mal, was ist da los? Das habe ich gerade gesagt. Schauen wir mal nach. Brunnen vielleicht? Komm, rennen. Nee, hier ist niemand. Was haben wir noch? Wir können zum Treibstofflager oder hierhin, Waffenlager. Andere Dinge sind jetzt wichtiger. Ja, ich weiß ja nicht, wo du hin willst. Gefängnis. Mal wieder. Die Schreie kommen von drinnen. Die beiden Mädchen müssen da drin sein. Zickenkrieg. Abgeschlossen. Na, sowas aber auch. Gut, dann schauen wir durchs Fenster. Lauf, 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 Junge, lauf! Was ist hier denn los? Was macht ihr da drin? Er hat uns eingesperrt. Und warum? Weil sie auf mich geschossen hat. Sie hat zuerst geschossen! Seid ihr komplett verrückt geworden? Sie! Wir sitzen hier fest. Ein Killer rennt hier rum. Und ihr habt nichts Besseres zu tun, als euch anzugiften? Jetzt mach schon diese verdammte Tür auf! Der Mistkerl hat die beiden tatsächlich eingeschlossen. Ich glaube, er dreht durch. Wo hat der Kerl eigentlich den Schlüssel her? Was weiß ich. Er hat ihn jedenfalls. In seiner Tasche. Okay, ich bin gleich wieder da. Vertragt euch. Mal sehen, was er dazu zu sagen hat. Ein Killer rennt hier herum und die beiden haben sich gegenseitig abgeschossen, vermutlich weil sie durch das Testosteron in Kirre gemacht wurden. Irgendwie glaube ich, dass es keinen Killer gibt, sondern dass das einfach nur eine simulierte Situation ist, quasi. Hey Cliff! Warte mal! Warte, warte, warte! Ich will mit dir reden! So, Kollege, sag mal was dazu. Den Schlüssel für die Gefängnisbaracke. Wie bitte? Den Schlüssel. Was? Kein Bitte? Du gibst mir jetzt den verdammten Schlüssel, sonst... Sonst was? Sonst knallt's, ne? Weißt du, da könntest du sogar recht haben. Vielleicht knallt es wirklich. Komm schon, versuch's. Hol dir den Schlüssel. Was ein Psycho. Na, was ist? Die beiden Mädchen bleiben da im Loch. Das werden wir sehen. Ach, können wir dem nicht irgendwie ein bisschen Arsen in den Wein tun oder ihm einfach mal von hinten eins drüber ziehen mit unserem, keine Ahnung, haben wir irgendwas? Ne, wir haben gar nichts, sehe ich gerade. Tja, gehen wir mal in Cliffs Zimmer. So, was haben wir denn hier? Hinter der Tür verstecken. Erstmal hier schauen. Eine leere Weinflasche. Da kommt mir eine Idee. Ja, die wirst du dir jetzt nehmen. Und dann ziehen wir ihm das Ding über, wenn er mal reinkommt. So, gibt's da noch was irgendwo auf dem Tisch? Nö. Schrank geht auch nicht. Gut, dann verstecken wir uns hier. Ich müsste ihn irgendwie hier reinlocken. Dann könnte ich ihn überraschen. Ach, reinlocken. Gut, gut, gut. Hier war bloß hinter der Tür Verstecken und Gang. Dann schauen wir mal, ob wir ihn irgendwie provozieren können. So, mein Freund. Ich muss ihm irgendwie den verdammten Schlüssel abnehmen. Und das geht nicht hier. Drum sollst du ihn ja provozieren, Mensch, Junge. Wir haben hier aber ansonsten aber auch nichts. Dann gehen wir mal, wo gehen wir hin? Vielleicht ist was in unserem Zimmer, was wir brauchen. Ich habe was anderes zu tun. Nee, 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 nee. Was können wir denn machen? Vielleicht bei den Mädels im Zimmer? Ja, ist abgeschlossen. Komm, mach schneller. Ach, abgeschlossen. Abgeschlossen. Genau. Hier drüben wird er bestimmt auch nicht rein wollen. Abgeschlossen. Ja, Überraschung. Schön, dass er es hier wenigstens gleich sieht und nicht erst stundenlang rumfummelt. Lauras Zimmer? Abgeschlossen. Abgeschlossen. Gut, dann können wir, was können wir machen? Gehen wir doch noch mal raus zu den Mädels. Und schauen mal im Gefängnis.
So, Gitterfenster sprechen. Lauf schneller, Junge. Was ist jetzt? Okay, ich bin dran. Das war jetzt sehr aufschlussreich. Gut, Hauptplatz. Was können wir machen, ist die Frage. Vielleicht jetzt das Waffenlager. Andere Dinge sind jetzt wichtiger. Ach Mensch, schnapp dir doch einfach eine Waffe und knall ihn über den Haufen. Da gehe ich bestimmt nicht mehr rein. Das Treibstofflager auch nicht. Gut, haben wir hier noch was. Die lässt sich gar nicht auswählen, die Baracke. Und hier haben wir den Wachturm. Nein, dahin gehe ich nicht mehr. Okay. Dann werden wir irgendwas im Haus finden müssen, nehme ich an. Die Frage ist nur einmal mehr, was? Da gehst du nicht mehr hin? Nein, auf keinen Fall gehe ich nochmal runter in diesen Keller. Das war ja jetzt eine große Überraschung. Gut, vielleicht können wir ihm die Weinflasche auch schon vorher über die Rübe ziehen. Nee, schade. Eine Weinflasche, leer. Ja, das hast du gut erkannt. Gucken wir mal mit dem Hotspot. Wir haben nichts zur Auswahl eigentlich. Vielleicht können wir ihm hier, wenn wir die wegnehmen, vielleicht provozieren wir ihn damit. Bist du taub? Bist du taub? Bist du taub? Ach schade, er sagt immer wieder dasselbe. Bist du taub? Nö. Bist du taub? Immer noch nicht. Bist du taub? Nö. So, ach wir können... Ach nee, da wird er uns aber nichts Neues sagen, nehme ich an. Ich muss ihm irgendwie den verdammten Schlüssel abnehmen. Ja, das hatten wir und schon. Das geht nicht hier. Das geht nicht hier. Ba-ba-ba-bam. Ja, es gibt hier aber auch sonst nichts, oder? Nö, es gibt wirklich nichts. Gang? Vielleicht haben wir irgendwas im Zimmer übersehen bei ihm. So, nochmal in Cliffs Zimmer. Aber hier gibt's auch nichts. Wir müssen ihm irgendwie... Nö, hier ist nichts. Irgendwie müssen wir ihn da rauslocken. So. Tja, da mache ich auch noch eine ganz kurze Pause und schaue einfach mal nach, wie das geht. Ich probiere hier ein bisschen rum und dann bin ich auch gleich wieder da. Bis gleich. So, und schon sind wir wieder da. Der Trick ist einfacher als gedacht. Man muss bloß drauf kommen, das ist natürlich alles. Wir haben eine leere Weinflasche, hier drüben steht eine halbvolle Weinflasche. Und ja, wir können, wenn wir ihn anquatschen, ihn ein bisschen ablenken. Ich muss ihm irgendwie den verdammten Schlüssel abnehmen. Und das geht nicht hier. Das hat nicht so geklappt. Warte, wie habe ich das jetzt gemacht? Wir müssen die beiden Weinflaschen auf jeden Fall austauschen. Habe ich das einfach so gemacht? Finger weg. Nein, habe ich nicht. Wegschauen will er auch nicht. Doch, macht er. Jetzt, genau, sowas. Okay, ich habe die Flaschen ausgetauscht. Er hat nichts bemerkt. Und wenn er sich eine neue holen will... Ich beeile mich jetzt besser. Dann werden wir ihm eins überziehen mit der halb gefüllten Weinflasche. Schnell in das Zimmer und hinter die Ecke. Ein finsterer Plan. Ich höre Schritte auf dem Gang. Er kommt. Sehr schön, sehr schön. Dann wollen wir mal wieder in Zelle 5 gehen und Cliff vorspielen, was wir da haben. Und dann wird er uns bestimmt sagen, wie er aus der Zelle gekommen ist jetzt endlich mal, was ich ja eigentlich vorhin schon wissen wollte. PDA. Zelle 3. Der 9.11. ist das mittlerweile schon. Okay. Welcher Teil? Ja, spielen wir ihnen mal Teil 5 vor, oder? Als wir ihm eins auf die Rübe geben. Okay, ich habe die Flaschen ausgetauscht. Er hat nichts bemerkt. Und wenn er sich eine neue holen will, ich beeile mich jetzt besser. Das war's nicht. Gut, dann vielleicht doch Teil 1. Und da ist ja auch mein spezieller Freund. Er betrinkt sich gerade. Und er hat eine Waffe.
draußen schreit jemand. Es schreit jemand? Ja, Mädchenstimmen. Mal sehen. Aha, sehr schön. Kliff, kliff, diese kliff. Ratte. Diese feige, miese Ratte. Er hat auf dich gewartet, nicht wahr? Du erinnerst dich? War es so? Was ist passiert zwischen euch beiden? Auf ein neues! Und da ist er in der Zelle. So ein Ärger aber auch. Und wir müssen jetzt offenbar einen Weg hinausfinden. Wir wissen ja schon, hier hinten ist der Lüftungsschacht. Den schauen wir uns mal an. Ein Lüftungsschacht. Sehr gut erkannt. Oh! Nimm mal. Ich komm nicht dran, verdammt. Es liegt zu weit weg. Willst du mich verarschen? Du kommst da nicht ran? Du wirst doch wohl Finger haben, die du durchstecken kannst. Und vor allen Dingen sind die Löcher so groß. Mann, 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 Mann. Gut, was haben wir sonst noch im Raum? Hier ein Stuhl, okay. Und ansonsten die Tür, mit der werden wir sicherlich nichts machen können. Gut, den Stuhl. Treten! Ja, treten wir mal den Stuhl, das wird bestimmt helfen. Das war ja Wahnsinn. Das sah richtig aggressiv aus und richtig energiegeladen. Und wir haben einen kaputten Stuhl. Nehmen. Aha. Wollt ihr mich verarschen? Das Stuhltreten hat wirklich was gebracht? Eine Stuhlstrebe. Ja, da ansonsten nichts hier ist. Oder können wir noch was mit dem Stuhl machen? Nö. Gucken wir nochmal hier. Denn wir wissen ja, dass er hier durchgeflohen sein muss. So, das Messer, da kommen wir so nicht ran, aber vielleicht können wir... Ja, sehr gut, sehr gut. Na, komm schon. Komm schon. Ha, ich hab's. Da haben wir uns das süße kleine Messerchen mit dem Stuhlbein geholt. Fein geangelt. So, und jetzt gucken wir nochmal hier. Vielleicht können wir mit dem Messer irgendwie das Ding hier rausreißen, das Gitter. Ja, komm, hier, verwenden. Das könnte klappen. Ach so. Okay. 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 So. Gleich habe ich's. Dann müssen wir jetzt... Ja, hallo, ich habe alle Schrauben rausgemacht. Was willst du noch von mir? Ein schönes Quietschgeräusch. Ach so, Gitter ziehen, natürlich. Wir müssen natürlich das Messer weglegen dazu. Gut, und damit haben wir schon die Klappe offen und können hindurch marschieren. Krabbeln. Ich habe den Luftschacht aufbekommen. Ich klettere da jetzt drunter. Tu das, mein Freund, tu das. Ich bin in einem Gang. Stockfinster hier. Hey, Moment, ich kenne das hier. Ich war hier schon mal. Da hinten ist eine Tür mit einem Codeschloss. Ein Codeschloss? Und du kennst den Gang? Ja, ganz sicher. Ich weiß, wie ich hier rauskomme. Ich kenne den Code. Ja, wir kennen den Gang und den Code natürlich mittlerweile auch. Ah, genau. Hier ist der Ventilator. Ich weiß, wie ich hier wegkomme. Da führt ein Weg nach oben. Durch den Ventilator? Nein, durch die Gänge. Und dann wird abgerechnet, mein Freund. Okay. Ja, wir wissen ja, dass Cliff noch nicht flieht an der Stelle. Okay. Ich finde ihn schon. Aha, wir kommen jetzt also hier beim Depot raus, beim Warendepot. Das müsste ja dieser Turm sein. Hier diesen Benzinkanister nehmen wir uns ja später mit, dann bei der Fluchtszene. Soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Und da ist auch schon wieder vorbei hier.